Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Erfolge Farmen. Wir haben irgendwo einen Webcorp verloren gebracht. Also hier waren eigentlich auch zwei drin in diesem Raum. Da ist jetzt gar keiner mehr. In den anderen beiden ist jeweils einer. Also irgendwas ist da ein bisschen schief gelaufen. Nee, ich nehme mal gerade noch nichts an, weil ich nicht weiß, ob wir noch einen Piloten brauchen für die Rakete oben. Beziehungsweise bin ich mir eigentlich recht sicher, dass wir einen Piloten brauchen. So, hier haben wir ein Problem mit dem Wasser, dass wir das nicht loswerden, weil wir hier keine Materialien mehr haben, weil wir keine Aufträge mehr haben. Wir können aber nochmal wieder Stahl produzieren. Das ist nicht viel. Ja, machen wir erstmal den Stahl. So, das hier läuft. Das Ding haben wir schon leer. So, was haben wir hier unten für eine Wassertemperatur? Immer noch über 40 Grad. Okay, das funktioniert dann hier für unsere Pinscherpfefferpflanzen. Dann werfen wir jetzt nochmal eben den Blick drauf. Obwohl, nee, wir hatten ja hier mit den Samen schon direkt was gesehen. Was ist denn bei Harry Fox jetzt gerade? Das Problem, dass der so einen hohen Stress hat. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, woher das gerade kommt. Ach so, was wir vielleicht mal machen sollten. Wir stellen das hier wieder aus. Und dann wird er doch sicher da gleich mal eben draufklettern, oder? Duplikanten, 5 Betten. Okay, das ist natürlich schon mal Problem Nummer 1. Vielleicht stellen wir für solche Fälle einfach nochmal irgendwo ein Bett auf. Oder machen wir hier noch einen Schlafraum? Erstmal müssen wir hier stoppen. Da habt ihr mir nämlich... Ah, okay, jetzt liegt er drauf. Okay. Einen ganz tollen Verbesserungsvorschlag gemacht. Wie wir das viel, viel, viel einfacher machen können. Nämlich eine Funktion dafür, die ich eigentlich nie nutze. Selbst den müssten wir wahrscheinlich nochmal zerlegen. Ja. Lassen wir das einmal machen. Und dann würde ich sagen, bleiben wir auch für den Moment hier. Ich verstehe jetzt gerade nicht, warum hier das Wasser schon wieder überläuft, ehrlich gesagt. Nee, stopp, das kann man vielleicht noch besser so einmal machen und so. Dann können wir nämlich den Rest gleich ausgraben und haben hier ein größeres Wasserbecken. Dann sollten wir das Problem nämlich erstmal nicht mehr haben. Wie auch immer das wieder zustande kam. Ich weiß es nicht. So, ja. Wie wir sehen, ist noch nichts passiert. Dann kümmern wir uns jetzt um die Rakete hier. Wir haben ja noch eine hier. Mal eben schauen, ob wir da schon eine Besatzung ausgewählt haben. Haben wir tatsächlich schon Jean.
Okay, dann ist das. Ah ja, stimmt. Das hatten wir auch schon erledigt. So, wir haben hier direkte Variante, um das CO2 loszuwerden. Allerdings nur, wenn wir gelandet sind. Es ist aber auch eigentlich in Ordnung. Wir haben hier Nahrung drin. Wir haben hier Oxylit drin, Wasser, Sauerstoff. Es ist alles fertig. Wir haben 20 Felder Reichweite. Genau, da müssen wir uns jetzt ein Ziel aussuchen, wo wir auch Gase einsammeln können oder eben Artefakte. Hier ist Sauerstoff als Feststoff. Da auch. Okay. Wie sieht's hier aus? Da haben wir auch nur Feststoffe. Artefakt. Ach, da ist auch. Dann machen wir es anders. Wir sammeln erstmal das Artefakt ein. Fliegen dafür einmal nach dort. Los geht's. Und ich hoffe mal sehr, dass hier, ja genau, dass hier jetzt ein bisschen was passiert ist. So, jetzt brauchen wir die hier und davon vier direkt nebeneinander. Und hier machen wir dann die Teilchen Redirektoren. Und das müsste eigentlich so passen, wenn ich. Moment, das können wir ja noch etwas besser machen. Nämlich so, so und so. Und dann können wir von hier aus. Wir können ja auch schräg mit denen schießen. Das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Und genau das werden wir hier dann machen. Da können wir uns nämlich, ja, A, können wir die dichter nebeneinander platzieren, brauchen weniger Platz, die Teilchenblitze müssen eine kürzere Strecke zurücklegen und ja, wir haben eigentlich nur Vorteile dadurch. So, das nach da. Da noch einer hin. Und dann läuft's, oder? Müssten wir eigentlich rankommen. Ja. Okay, das bitte fertig bauen. Inzwischen. Warum wird denn die Mars-Rakete hier noch angezeigt? Die ist doch schon längst startet. Ja. So, Anzug können wir ablegen, dann geht es dir auch ein bisschen besser. Und ja, das mit dem CO2. Okay. Ich wusste nicht, dass dieser Anschluss auch mit dem Tank verbunden ist. Das heißt, das ist ja. Dann sind die Sachen hier ja eigentlich umsonst oder völlig überflüssig. Die Gaseingangsarmatur. Ah, für die kleine Rakete vielleicht nicht. Also für das kleine Cockpit, da ist es dann noch was anderes. Aber da hätten wir uns das hier schenken können, was ich da alles noch umgebaut habe. Ist egal, wir lassen es jetzt so. Vielleicht ändert sich das ja auch nochmal. Habe ich jetzt noch irgendwo eine Rakete, die gerade stillsteht, um die ich mich kümmern muss? Das ist die Old Artemis, die ist dahin unterwegs. Ach hier, da. Ach Mensch.
Die macht gerade nichts mehr, oder? Wir haben zwar noch Diamanten, aber alle Laderäume sind voll. Okay, dann... Was hatten die geladen? Kohlendioxid. Die haben wir da immer entladen, also zurück mit dir. Muss dann nach links schießen, der nach rechts, der nach oben. Dann brauchen wir hier noch einen Sammler, der dahin kommt und da etwas. Dann kommen hier die Ziegel weg, sobald wir das andere alles fertig gebaut haben. Jetzt muss ich noch über die Automatisierung nachdenken. Jetzt kommt das größte Problem. Wahrscheinlich wird das wieder lustig. Also, wir haben hier einen Ausgang. Der sendet ein grünes Signal, wenn das Teilchenblitzlager voll ist. Okay, und der Eingang? Also nochmal... Das ist ein grünes Signal, wenn das Lager voll ist. Ansonsten kommt so lange ein rotes. Dann müssten wir das doch theoretisch so machen, aber mit einem Nichtgatter. So, und das müssten wir dann bei allen machen. Schräg unten. Er muss nach rechts feuern. Und dieser hier müsste nach unten. So, jetzt könnte man noch überlegen, was man mit dem letzten Signal hier wiederum macht. Ob man das auch noch irgendwo nutzt. Ja, da müssten wir nur noch mal überlegen. Wie wir das machen. Das heißt, wir müssten die eigentlich hier vorher... Ja, so können wir das machen. Wenn wir die hier vorher abfangen und dann da nach unten schießen. Und das müssen wir dann so verbinden. Muss ich gleich noch drüber schauen, ob wir das Ganze so schon lassen können. Sendet ein grünes Signal, wenn das Teilchenlager voll ist. So, und bei grün erlaubt eingehen. Okay, da muss auch nochmal eine Nichtgatter zwischen. Und dann sollte das Ganze eigentlich die ganze Zeit gut funktionieren. Ich wollte gerade sagen, hier trenne ich jetzt lieber erstmal den Strom, aber das habe ich sowieso schon. So, der schießt nach oben, der nach rechts. Bin echt gespannt, ob das so funktioniert. Okay, wir pumpen uns hier echt gerade ein Vakuum. Außerdem haben wir hier wieder keinen Sand mehr. Da müssen wir noch mal ein bisschen was machen. Weil wir hier nämlich jetzt schon wieder nichts mehr filtern können, ne?
Wie voll sind denn die Schutzanzüge? Ich brauche für die Pumpe hier noch einen Atmosensor. Durchaus mit ein bisschen Abstand. So. Dass die uns hier nicht so annähernd ein Vakuum pumpt irgendwann. Das ist nicht Sinn der Sache. So, und dann ist unsere Rakete, die Sauerstoffsammlerin, die ist erst unterwegs. Dahin, das wird noch ein bisschen dauern, bis die da wieder im Einsatz ist. Wir haben nicht mehr genügend Stahl. Tatsächlich. Okay, wo habe ich denn wohl Stahl verbaut, wo ich es gar nicht gebraucht hätte? Das hier, okay. So. Auch die Bauaufträge hier einmal auf 7. Und da müssen wir eigentlich genügend Stahl haben für den Rest hier. Ja, wo ich gerade das Obsidian sehe, wir hatten doch hier das Vorhaben, hier Obsidian rauszuholen. Ist es hier schon eingestellt? Ja, ist es. Okay. Dann räumen wir da gleich nochmal alles raus. Gefühlt immer noch viel, viel, viel zu wenig Raketen im Einsatz. Was machen unsere Samen? Wir haben einmal ja hier. Okay, da fehlt uns Phosphorid. Ja, das ist natürlich blöd, weil die geben so auch keine Strahlung ab. Oh, hatte ich nicht hier irgendwie was mal eingestellt? Das können wir rausnehmen. Phosphorid. So, dann schicken wir noch mal einen Schwung rüber. Wir haben sicher hier noch eine Menge, oder? Was? Oh ja, 73,8 Tonnen. So. Das funktioniert. Das brauchte. Ich habe schon wieder vergessen, was dafür benötigt wird. Ne? Jemand mit Landwirtschaft. Und wo gleichzeitig auch Forschen erlaubt ist, war das so? Ich glaube ja. So, das dürfte erstmal wieder langen. Das ist alles hohe Priorität. Dann wird da sicherlich gleich was rübergebracht. So, Kupfer können wir jetzt
annehmen, weil ich weiß ja inzwischen, wir brauchten keinen weiteren Duplikanten. Drucken. Das Problem mit den Guap-Guaps nochmal. Erstmal können wir die hier aus dem Weg räumen. Das ist ein Pip-Ei. Hier liegt auch kein Ei, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Es wird nicht mehr gedüngt, obwohl wir unfassbar viel Schwefel haben. Na, jetzt habe ich... Na, ich hätte doch jemand für die Landwirtschaft noch annehmen sollen. Vielleicht ist das auch das Problem hier. Hat eigentlich... Ah ja, das mit den Pakus hat funktioniert. Die sind da angekommen, wo sie hin sollten. Warum ist es denn hier so kühl? Ach so, weil von... Ist das mittlerweile kühles Wasser, was hier ankommt? Ja, ist das okay. Dann müssen wir das sofort hier mal stoppen. Dass das nicht noch mehr wird. So, haben wir. Ne, haben wir nicht. Aber wir haben hier jetzt soweit alles umgebaut. Habe ich hier noch in irgendeiner Form Denkfehler drin? Ich glaube nicht, ne? Wir können schon mal den und den zerlegen. So, der muss nach links. Der nach unten. Jetzt kann die Leiter schon mal wieder weg und die auch. Jetzt läuft die ganze Geschichte wieder. Da hätte ich schon mal viel früher auch drauf schauen sollen. Da wäre mir das auch aufgefallen. Sicherlich schon ein paar Chancen jetzt vertan. Sorry. So. Ja, wenn wir noch mehr Keuchwurze hätten, dann können wir die auch noch an verschiedenen Stellen nutzen. Aber sonst habe ich nirgendwo welche. Oder habe ich noch irgendwo welche eingepflanzt, an die ich mich gerade nicht so wirklich mehr erinnere. Oh, hier sind noch Guap-Guaps. Einfangen. 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 So. Und dann muss ich jetzt mal eben schauen. Also... Maximal ein Tier, Überschuss automatisch einfangen, das ist da auch. Das ist da auch. Priorität 9 jeweils. Und dann könnten wir die anderen hier hinpacken. Das steht nach wie vor auf 2 Tiere, aber Prio 8. Das gleiche wahrscheinlich hier. Und das gleiche hier. Okay, dann werden die anderen beiden auf die Räume aufgeteilt. Sehr gut. Hier müssen wir mal eben
aufwischen. Warum auch immer die jetzt noch als überflutet angezeigt werden, ich weiß es nicht. Ist natürlich Quatsch. Das läuft jetzt. Ja, unseren Erdgasvorrat haben wir quasi komplett verbraucht. Da haben wir jetzt nichts mehr in Reserve. Dadurch, dass wir hier mit dem Petroleum... Ja, das war auch dumm. Hätte mir schon mal längst auffallen dürfen, ne? Die entleiten noch, okay. Kalorien Bärenmatsch. Okay, jetzt kriegen wir endlich mal ein bisschen Vorrat. Das war auch Arbeit genug bis hierhin. Ich habe noch eine kleine Ankündigung. Ich werde in den nächsten Folgen, nicht in jeder, aber schon so hin und wieder ein wenig anders aufnehmen, als ich so quasi diese ganze Reihe aufgenommen habe. Ich werde nämlich mehr Sachen rausschneiden. Schlicht und ergreifend, weil ich glaube, es kann losgehen hier, ne? Wir zerlegen den noch, damit wir hier von nichts getroffen werden können. Dann können wir den hier noch zerlegen. Plus den. Und jetzt müsste das Ganze doch eigentlich funktionieren, oder? Der hier ist aktiv geschaltet. Wir schauen uns das mal eben an. Also einfach verschiedene Sachen. Ich werde natürlich, wenn ich wichtige Sachen mache, die in irgendeiner Form, wir müssen den Kernreaktor noch bauen, das werde ich natürlich alles zeigen. Aber wenn wir uns gleich mal die Erfolge anschauen, das machen wir mal, wenn wir hier die ersten Sachen gleich gesehen haben, ob das so funktioniert wie gewünscht. Ich müsste eigentlich noch eine Sache mehr machen, nämlich Teilchenblitze imitieren. Dafür müsste ich noch... ja, das müssen wir hier noch machen. Mist, dafür war ich jetzt zu langsam und dafür müssten wir eigentlich auch nochmal Stahl benutzen wieder. Wir müssen das noch nach dort anschließen. Das hier werden wir gleich erst bauen, wenn ich gesehen habe, ob das Ganze funktioniert. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, genau, die Erfolge wollten wir uns gleich anschauen. Das machen wir zusammen. Weil es sind, glaube ich, viele... Okay, warum bleibt... Ah, jetzt geht's, okay. Achso, der hat das mal nicht weitergeschossen, weil es nicht 50 waren, okay. Alles klar. So, und der hier schießt sie jetzt noch nicht ab, weil er kein grünes Signal hat. Das bekommt er von hier, solange der nicht voll ist. Könnte man noch mal... Achso, ja, ne, jetzt können wir erst noch mal... trennen wir das noch mal? Ja, wir trennen das noch mal eben hier vom Strom. Ne, wir trennen nicht das vom Strom, sondern wir trennen das. Dann können wir nämlich gleich auch sehen, ob das hier so funktioniert, wie es sollte, wenn der... Ja, perfekt, okay. So, dann machen wir hier jetzt noch mal eine... Leiter, um nach da zu kommen, um das hier auch zu bauen. 7er Prio zum Fertigbauen. Ja, der schießt dann hier oben raus. Da dürfte eigentlich niemand getroffen werden. Okay, jetzt kommen wir auf die Erfolge nochmal. Was ich gerade sagen wollte. Also dieses hier, die Artefakte sammeln, das sind natürlich Sachen, die ich euch noch zeigen werde. Klar, weil wenn wir auf die Planeten wechseln, das ist etwas, was noch spannend ist. Der Kernreaktor erklärt sich von selbst, dass wir das gemeinsam machen.
Cluster-Eroberung, ja, werdet ihr auch sehen, wenn wir auf den beiden verbleibenden Planetoiden landen. Und dann geht's hier weiter, Bergbau im Himmel. Das ist halt etwas, das sich lange hinzieht. Ich werde euch jetzt nicht jeden Tankvorgang und so weiter zeigen. Wenn das zufällig gerade reinpasst, weil wir sowieso Sachen machen, okay. Aber, ja. Und dann hier mit den Samen. Natürlich, wenn wir jetzt hier so an den Gasgras-Mutanten zum Beispiel denken, den müssen wir uns ja auf unseren Start-Asteroiden holen. Oder wir müssen es auf dem anderen Asteroiden machen, dass wir den dort in Strahlung aussetzen und die wachsen lassen. Da muss ich mal schauen, wie wir das genau machen. Aber das ist natürlich etwas, das ich euch zeige. Auch was ich vielleicht so baue, um die anderen Sachen noch hier in den Griff zu bekommen. Aber so ganz grundsätzlich, die Wartezeit, und die kann ja mitunter mal lang werden, zeige ich euch dann nicht im Einzelnen. Aber wenn es spannend wird, natürlich schon. Ja, also das mal so als Zusammenfassung, was euch so in den nächsten Folgen erwartet. Da hätte ich vielleicht schon viel früher mit anfangen sollen, aber ist wahrscheinlich nicht unbedingt immer sehr, sehr, sehr spannend zu sehen. Und wenn wir dann nämlich mit den Erfolgen durch sind, wo ich ehrlich gesagt gedacht hatte, Quatsch, wir brauchen hier nicht wischen, dass das schneller geht, dann können wir endlich mit dem nächsten Projekt anfangen. Und ja, darauf freue ich mich schon. Das kann man durchaus so sagen. Aber ich werde noch nicht verraten, um was es geht. Ihr dürft gerne mal in den Kommentaren raten, wenn ihr Bock drauf habt. Aber, oder sagen, schreiben, was ihr denkt, was es ist. Aber verraten möchte ich es eigentlich erstmal nicht. Okay, den hatten wir wohl schon mal eingefangen, aber wieder rausgelassen. Ne, hatten wir nicht. Achso, sogar noch ein vierter. Wo hatten wir denn hier nochmal? Ach, da. Keramik, wir haben keine Kohle mehr. Okay, wie kann denn das zustande kommen, dass wir keine Kohle mehr haben? Aber Keramik nur 30 Tonnen. Das ist so viel jetzt auch nicht. Klar ist das eine Ecke, aber ein Block besteht, glaube ich, aus 400 Kilogramm. Das ist dann auch schnell mal weg. Ah, hier ist jetzt einer angekommen. Perfekt, dann wachsen die hier jetzt auch schneller. Ja, hier einen rüberbringen, das ist dann schon umständlich. Was man halt nochmal überlegen könnte, wie viel Dünger haben wir hier? Lasse ich mir das schon anzeigen? Nee. Dass wir hier nochmal, da ist das Ding. Dass wir nochmal einen Schwung Dünger rüberschicken. Einfach um diese Sachen zu beschleunigen. 36.000 Kilo Rohöl pro Feld. Man müsste halt echt mal überlegen, ob wir jetzt nicht einfach mal hergehen und hier die Zufuhr stoppen. Aber dann würde das hier auch überhitzen. Wobei das auch so eine Sache ist, wir haben doch hier diesen Kühlkreislauf, ne? Das hier stoppen wir jetzt mal. Plus wir trennen das. Dann ist damit mal Schluss. Dann holen wir nämlich auch nicht hier noch immer mehr Hitze wieder raus. Weil eigentlich das, was hier an Hitze ist, stammt zum Großteil von den beiden Klimageräten hier. Ja, und vielleicht auch von dem Rohöl. Und da ist echt die Frage, da denke ich gerade drüber nach. Machen das einfach mal. Ich trenne das mal. Weil wir haben so viel mehr Rohöl, als wir hier jemals verbrauchen werden auf dem anderen Asteroiden.
Dass wir hier diese Sachen einfach alle mal stoppen. Harry Fox hat eine Sauerei gemacht. Oh. Ach, jetzt ist der Pflanze hier zu kalt geworden. Wieso ist denn das hier so arktisch kalt? 10 Grad Wasser? Was habe ich denn hier eingestellt? Ja, das wird jetzt natürlich nicht der Einzige sein, der sich da gerade mal in die Buchse macht. Könnten hier natürlich nochmal einen Wassertank auf die Schnelle hinbauen. Warum geht es nicht? Vielleicht weil das schlafende Tierchen da gerade hängt. Warten wir mal, wenn die Nacht gleich vorbei ist. Ja, Autosave. Aber das sah schon mal gut aus. Es geht immer noch nicht. Jetzt geht's okay. So, dann schließen wir das da an. Und das machen wir so. Ja, die Spuren von dem Ganzen müssen wir jetzt gleich halt mal ausschalten. Der hier soll nur laufen über 500 Gramm. Und wir haben auch jetzt wieder ein Stromproblem. Das sind zustande 2000. Ach so, weil die Pumpe lief, weil die liefen. Okay. Das geht natürlich auf Dauer nicht gut. Das ist logisch. Das bitte reparieren. Und dann müssen wir die Pumpe hier halt. Damit anschließen. Ich verteile gerade so viele Aufträge überall, ne? Das kann gar nicht gut gehen. So, die pumpt schon mal wieder. Das heißt, Sauerstoff kommt hier wieder an. Das wird hoffentlich jetzt gleich repariert. Das hier ist jetzt auch gebaut. Das heißt, wir können das wieder verbinden und wir können jetzt das hier auch wieder verbinden. Ja, das muss das nur hier noch repariert werden. Daran sollte es aber nicht scheitern. Ja, perfekt. So, jetzt können die hier wieder sammeln und wir können uns gleich anschauen, ob das wie gewünscht funktioniert. Dann wird ein grünes Signal, wenn das Teilchen. Ach so, ja, dann muss hier natürlich auch. Machen wir es dort. Auch hier noch ein Nichtgatter dazwischen. So. Die
hier weg. Nicht, dass da irgendjemand von irgendwas noch getroffen wird. Wäre eher suboptimal. Was haben wir denn hier? Ja. Nichts, was wir wirklich brauchen. So, jetzt flutscht es. Ich habe es gerade noch gesehen. Ja, jetzt geht natürlich bei dem Umweg, den wir die Teilchenblitze hier nehmen, immer ein bisschen was verloren. Ja, man könnte theoretisch ja sogar sagen, könnte man tatsächlich, ne? Man kann das Ganze noch mal ein bisschen verbessern, indem man den hier auch noch über das Automatisierungskabel hier anschließt. Das heißt, den hier aktiviert. Muss ich gerade mal drüber nachdenken. Also, dass man den hier aktivieren würde, solange der hier grün ist und dann das Ganze nicht nach unten schießen lassen würde, sondern nach oben und dann direkt da rein auf direktem Weg und dann würde man hierher gehen und einen bauen, der hier unten rumgeht. Natürlich müsste man, nee, es passt sogar so. Ja, es würde sogar gehen so, ne? Dass wenn der grün ist, schießt der nach oben und dann darüber, dann hätte, würde man, wenn man direkt belädt, so wie es jetzt der Fall ist, müsste man nicht den Umweg hier unten rumgehen. Würde trotzdem aufladen, wenn eine Rakete unterwegs ist, bis die voll sind. Und dann würde trotzdem das funktionieren. Ja, ja, das können wir schon so machen. Ich nehme mal den Auftrag auch noch raus. Und ehrlich gesagt, nee, die hier können wir ruhig machen. Wenn die bis da laufen, ist das kein Problem. Da wird keiner getroffen. Aber es funktioniert schon so, ne? So. Nicht, dass da jemand getroffen wird. Ich wollte eigentlich gerade, als ich euch erzählt habe, was so ein bisschen der Plan ist für die nächsten Videos, wollte ich hergehen und die Aufnahme beenden. Aber irgendwie habe ich es jetzt doch wieder geschafft, noch hier zu sein. Ich glaube, das können wir doch schon in Auftrag geben, weil da kommen wir so eh nicht ran. Da müssen wir so oder so eine Leiter hier bauen. Ja, ich finde immer wieder irgendwelche Sachen, die ich dann doch noch machen muss, ne? Oder die man verbessern kann. So. Sicherlich wäre das Ganze auch irgendwie einfacher gegangen, aber so ist das schon so gut, dass ich zumindest zufrieden bin damit. Frage ist ja auch, ja doch, wir sollten sie schon vollladen, weil ich jetzt den nächsten Flug zum Erkunden irgendwie so grob in diese Richtung machen würde. Oder vielleicht erst nochmal in diese, dass wir da noch was aufdecken. Ich weiß es noch nicht. Nee, ich glaube, ich würde erstmal hierher fliegen, dass wir hier noch ein bisschen mehr aufdecken, was es da vielleicht noch Schönes gibt. Jetzt haben wir hier einmal eine Rakete, wir haben das Artefakt eingesammelt. Perfekt. Dann darfst du nach dort zurückfliegen. Und da haben wir keine Diamanten mehr. Okay, das ist die mit Sauerstoff gefüllte. Die fliegt jetzt erstmal
da. Ja, das hier müssen wir schon eben zu Ende machen. Ne, nee, müssen wir nicht. Das können wir auch beim nächsten Mal weitermachen. Ja. Ach so, ich muss natürlich nach wie vor alle Samen, die wir hier so finden. Was hatte ich, glaube ich, eh eingestellt, ne? Alles außer Spornblütensamen. Ja. Okay. Komisch, dass der... Ja, wie dem auch sei. Liegt hier irgendein Samen rum, ne? Ja, ich weiß nämlich nicht, ob die mutierten Samen auch direkt drüber geschickt würden, wenn wir welche finden. Ah, Moment. Jetzt muss ich gerade nochmal... Mir fallen immer noch so im Verlauf einer Folge ganz viele Dinge ein, die ich bedenken sollte. So, wir haben einmal Billabon hier mit hoher Landwirtschaft. Wir haben Ricardo Blanco. Und wir haben Morning Dawn. Ja. Hier haben wir auch jemanden, Gugarin, mit einem sehr hohen Landwirtschaftswert. Dann stellen wir nämlich hier jetzt nochmal eben um, dass hier nur Gugarin rein darf. Gugarin ist hier, ne? Nicht, dass ich was falsch mache, ja. Weil er eben eine viel höhere Chance hat, einen Samen zu bekommen beim Ernten. Und das gleiche müssten wir hier jetzt auch nochmal eben machen. Dafür muss ich nochmal eben drüber gucken. Morning Dawn, Ricardo Blanco und Billabon. Da. Billabon, Ricardo Blanco und Morning Dawn. So, und die Einstellungen der Tür können wir jetzt auf alle Türen hier rüber kopieren. Dann haben wir nämlich hier auch die Situation, dass das so funktioniert. Und dann machen wir es hier auch schon mal. Ricardo Blanco darf da rein. Morning Dawn und Billabon. So, damit das auch schon mal geklärt ist. Ja. Und bevor mir jetzt noch irgendwas einfällt, machen wir dann jetzt... Ja, wir machen jetzt Ende. Also danke fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, ob ich das hinkriege, so wie ich mir das vorgenommen habe ab der nächsten Folge. Und ja, bedanke mich auf jeden Fall fürs treue Zuschauen, für all die, die regelmäßig dabei sind. Vielleicht habt ihr gleich im Endscreen noch ein Video, das euch gefällt. Und ansonsten bis morgen. Tschüss.